Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Dienstag, den 20. Oktober 2020 zu deinem Engel-Tagesorakel. Ich bin gespannt, was die Engel uns heute mit auf den Weg geben möchten, du sicher auch. Und wir wollen gar nicht warten, sondern gleich loslegen und schauen, was die Engel uns heute mitgeben möchten. So, wie immer habe ich die Karten natürlich schon gemischt. Oh, heute ist kein so schöner Tag, das muss man mal sagen. Wir fühlen uns angespannt, wir fühlen uns belastet, die Nerven könnten heute mit uns durchgehen. So fällt es rein. Außerdem neigen wir dazu, uns wirklich richtig hineinzubegeben. Kummer, Verletzungen, Schmerz. Also heute ist ein Tag, der wirklich sehr, sehr düster, sehr, sehr negativ ist. Wir sollten vor allen Dingen uns heute mit Erzengel Azrael verbinden. Sagen die Karten. Das bedeutet hier, dass wir Trost bekommen, dass wir Stärke bekommen, dass wir auch in tiefer Trauer getröstet werden sollen. Ne? Das ist ganz wichtig, gerade an solchen Tagen, dass wir uns die Kraft holen. Erzengel Sandalphon, Erzengel Metatron und die Karte des Gleichgewichts kommt aus dem Kraft der Engel-Orakel dazu. Das heißt, wir haben die himmlische Unterstützung, auch wenn der Tag sehr schwierig ist, auch wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Versuche auch, wenn die Energie sehr belastend ist, bitte in deiner Mitte zu bleiben. Versuche, den Frieden in dir zu erhalten und bitte die Engel um Unterstützung. Und dafür wollen wir doch jetzt beten. Heute hat der Tag in der Tat eine sehr schwierige Energie, aber wir wollen versuchen, es etwas leichter zu machen. Und ich bitte dich, allmächtiger himmlischer Vater, großer Gott, sende deinen heilenden Geist zu den Menschen, schenke uns Frieden, schenke uns Kraft und heile den Kummer und heile den Schmerz. Schicke die Engel des Trostes, der Kraft der Liebe zu uns, um unsere Herzen zu öffnen und uns Heilung zu schenken durch deine Gnade. In diesem Augenblick. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg erleuchten. Führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Udo Golfmann. Tschüss.